Moin ihr Lieben, die Sonne scheint endlich, ich habe einen Strohhut auf, das Leben ist schön, Zuckmunder hackt, wie der Bekloppte, die ist schon wieder mit allen Feldern fertig. Jetzt müssen wir irgendwie die Zeit noch verbringen, bis die hier die Felder fertig hat, das ist ja gleich soweit und dann gehen wir los, dann ändere ich die in Farmer um, dann kann sie dreschen. Ich möchte heute auf jeden Fall nach Denica. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein unter Journal. Und zwar haben wir ja mehrere Quests. Alwins Quest, das ignoriere ich jetzt mal, weil ich, der geht mir auf den Keks. Dann haben wir hier, sprich mit Dagobert, das wollen wir heute mal machen. Und uns darum kümmern hier, dass die geschützt sind vor den Wölfen. Da sollen wir ja hingehen und mit dem reden. Dann haben wir hier noch Kapitel 4, die in die Wildnis. Wir müssen noch ein Wildschwein jagen und eine Jagdhütte bauen. Jagdhütte bauen können wir eh noch nicht. Aber wir könnten unterwegs ein Wildschwein jagen. Das dürfte nicht so schwierig werden. Das heißt, ich mache jetzt hier bei Unigos Geschichte mal so, drücke ich jetzt hier F. Und dann sieht man hier, wie dieses kleine Tüdel wieder weggeht. Wenn ich hier jetzt F drücke, dann ist es da oben. Oder hier F drücke. Und je nachdem, was ich hier drücke, das erscheint dann oben als Hauptaufgabe gerade. Jetzt steht da oben, sprich mit Dagobert. Und wir sehen jetzt hier an dem gelben Zeichen da oben, an dem Ausrufezeichen, wo wir Dagobert finden. Das heißt, wenn man eine Quest machen will, sollte man immer die sich sozusagen mit F auf den Hauptfokus legen, damit man weiß, wo man hin muss. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Wir werden jetzt gucken, was wir mitnehmen. Auf jeden Fall werden wir uns Suppe mitnehmen. Das ist schon mal ganz wichtig. Oh, 150 Kohl hat die geerntet. Letztes Jahr waren das weniger, waren es 130. Und diesmal sind es 150. Und die Felderanzahl hat sich ja nicht geändert. Klasse. So, dann nehmen wir uns für unterwegs. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wie lange das da dauert. 12 Suppen. Nee, Moment. Eine Suppe ist 30%. Das heißt, wir pro Tag brauchen wir vielleicht 3 Suppen oder so für 2 Tage, weil im Ende des Sommers werden wir ja eh zurückgebeamt. Ach komm. 6 Kilo, 12 Suppen. 13. 13 ist eine schönere Zahl. 13 Suppen nehmen wir mit. Dann machen wir uns einen Trinkschlauch wieder voll für unterwegs. Den anderen können wir vielleicht verkaufen. Dann haben wir hier unsere Strohhüte. Einen haben wir auch. 25 können wir verkaufen. Stöcke, Steine. Vielleicht brauchen wir noch eine Axt. Unser Rad bringen wir nochmal eben weg. Das möchte ich auf jeden Fall behalten. Obwohl, ich kann nicht mal überlegen, ob ich das hier so an den Baum lehnen kann. Ne? Das probieren wir mal aus. Das probieren wir mal aus. Wenn ich das jetzt hier so fallen lasse mit X. Ja, Rad, ich weiß. Ich drehe am Rad ein bisschen weiter. So vielleicht. Ah, es war schon fast gut. Ganz kleines Stück nach vor. Ting, ting, so vielleicht. Fällt uns wahrscheinlich gleich an den Kopf. Mann! Noch ein Stück vor. Ich will, dass das da lehnt. Vielleicht müssen wir ein bisschen so schräg stehen. Wenn das nicht so unkoordiniert durch die Gegend fällt. Rad? Was wird das? ja. Das war es irgendwie auch nicht. Komm, einen Versuch machen wir noch. Ansonsten, vielleicht mache ich da so ein kleines Stück Zaun hin, damit es da dran liegt. Ich will das, das kann doch nicht so schwierig sein. Oh, hoffentlich ändern sie das mal. Das war schon fast perfekt. Ein noch. Ich will jetzt aber auch nicht den ganzen Tag hier Rad fallen lassen. Ah, oh, das war schon, das war fast perfekt. Das ist ganz wirklich ein Move nach vorne. So. Das war ziemlich perfekt. So. Lassen wir das so. Ach komm, einmal noch. So. Ja, genau so wollte ich das haben. So lassen wir das. Das finde ich gut. Dann kommt hier aber noch mal so ein kleiner Hocker hin oder eine Sitzbank. Schön, gut. Das war das.
Dann lassen wir die Tasche hier. Obwohl, Taschen brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn Zugmunder da so turbomäßig irgendwie unterwegs ist. Dann den Trickschlauch könnten wir vielleicht verkaufen. Die Eisenbolzen können wir verkaufen. Die Steinpfeile, die rüste ich gleich nochmal aus, dass wir die alle drauf haben. Die Fellstiefel lasse ich sicherheitshalber hier nicht. Das, obwohl, eigentlich finde ich die schön, dass ich die anhabe. Ach komm, nicht, dass wir die aus Versehen verkaufen. Die Haube können wir verkaufen. Die Strohhüte wollen wir verkaufen. Dann gehen wir hier nochmal rein und rüsten nochmal die Steinpfeile auf. Einmal F, dann sind sie weg. Und nochmal F, dann sind sie ausgerüstet. Dass wir so viel wie möglich im Köcher haben. Und wir ziehen uns unsere Schuhe wieder an, diese blöden. Und irgendwann nehmen wir uns auch mal schöne Schuhe. Aber jetzt müssen es die tun. Den Strohhut haben wir auf. Drei Beeren haben wir noch in der Tasche. Wer weiß, wofür es gut ist. Die Suppe haben wir. Da können wir mal eine von essen. So, dann gehen wir jetzt noch was trinken. Den Bogen haben wir. Und auf geht's. Und schon wird's wieder dunkel. Aber macht nichts. Wir können ja unterwegs ein Lagerfeuer machen. Jetzt machen wir hier einmal unseren Trinkschlauch nochmal wieder voll. Zack, wieder wegpacken. Dann trinken wir nochmal Wasser. Dann sind wir soweit. Auf geht's. Auf geht's nach Denica. Die Frage ist, gehen wir jetzt die Wege lang oder gehen wir irgendwo schräg durch? In der Hoffnung, aha. Mann. Entschuldigung. War jetzt gerade so ein Moment. Gehen wir jetzt die Wege lang oder gehen wir schräg durch? Ich glaube, nee, ich glaube, ich mache jetzt hier mal ganz kurz einen Cut und hole euch gleich dazu, wenn wir grob in der Nähe von Denica sind. Weil diese Strecke sind wir schon so oft gegangen, die kennt ihr wahrscheinlich schon auswendig. Also wir treffen uns gleich nochmal auf dem Weg nach Denica. Bis gleich. So, wir sind jetzt noch lange nicht bei Denica. Wir kommen hier auf dem Weg. Ich bin jetzt hier einfach mal den Weg lang gegangen. Kommen wir ja in Borovo vorbei. Und ich habe mir gedacht, was sollen wir den ganzen Kram mit uns rumschleppen? Den können wir ja auch hier schon mal verkaufen. Dann kann ich jetzt, wenn ich unterwegs noch ein paar Johanniskraut sehe, die vielleicht noch verkaufen, noch ein bisschen Geld machen. Zeig mir deine Ware, Ida. Jetzt will ich nämlich mal sehen, was ich so für meine Strohhüte kriege. 9 nur? Echt? Das ist ja nicht viel, ne? Na gut. Na gut. Besser 9 als gar nichts. Huch, ich wollte doch mehrere verkaufen. Wieso geht denn da nur einer? Hä, wenn ich einfach F drücke? Hä? Wieso kann ich denn jetzt nicht mal mehrere auswählen? Hä? Oben, unten, also, wenn ich F mache, macht er gleich einen. Er macht das beim Bären auch so? Muss ich jetzt immer alle einzeln verkaufen? Nee, da macht er mehrere. Was ist das denn? Ich versuche mal jetzt mal einen Stein, vielleicht mal gucken, ob das da auch so ist. F. Ich die verkaufe. Hä? Was ist das denn? Wieso habe ich jetzt minus 35? Ich habe jetzt eben gerade. Was? Jetzt bin ich irgendwie total verwirrt. Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Moment, wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt drei Strohhüte verkaufen, dann geht nur einer. Und wenn ich jetzt Steinpfeil verkaufen will, kann ich von minus 35, 50 verkaufen und kriege da 100 Taler dafür. Was? Wie? Ich glaube, da ist so ein kleiner Fehler im Programm. Das heißt, ich kann jetzt hier... Nochmal. Und was ich jetzt sehe... Ich habe ja auch noch Minus an Gewicht. Das heißt, ich verkaufe Sachen, die ich nicht habe, kriege Geld dafür und werde auch noch leichter. Das ist ja wohl ein kleiner Bug, würde ich sagen, ne? Aber wisst ihr was? Ich mache das jetzt trotzdem. Das fühlt sich irgendwie falsch an, aber diese Gelegenheit, mal ein bisschen Geld zu machen, werde ich lasse mir jetzt nicht ergehen. Das ist hier, ich kann ja drücken, drücken, drücken. Huch, jetzt ist sie pleite. Abbrechen. Äh.
Jetzt habe ich 1000 Taler gemacht. Die hat 480 Steinpfeile, die ich der verkauft habe. Das heißt, jetzt könnte ich jetzt die wieder zurückkaufen oder wie geht das jetzt? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Steinpfeil zurückkaufe? Wo landet der denn da? Ein Steinpfeil kaufe ich jetzt mal. Es ist minus 400. Und wenn ich den jetzt wieder verkaufe, zack, könnte ich jetzt wieder 5 verkaufen. Oh, oh, da hat ja wohl der Programmierer an der falschen Stelle einen Haken gesetzt. Ich könnte jetzt also quasi, theoretisch, könnte ich jetzt immer hin und her verkaufen. Jetzt gehe ich nochmal das Ende. Ich gehe jetzt mal, Ida. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Was ist denn das für ein Bug? Warte mal, hier war doch noch einer. Wo ist denn unser... Wie heißt denn der andere Händler? War denn hier noch einer? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen gierig geworden. Ich meine, das ist ja schon... Das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also da bin ich mir ganz sicher, dass sie das innerhalb von kürzester Zeit wieder ändern werden. Falibor. Oh, jetzt wünsche ich mir natürlich einen, der jetzt irgendwelche tollen Sachen hat, die wir auch gebrauchen können. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn so? Könnte man einen Eimer mitnehmen jetzt und so. Warte, jetzt probiere ich das nochmal, ob das da auch geht. F. 50. Nicht, dass ich meine jetzt aus Versehen verkaufe. Obwohl, ich habe ja das Geld, kann ich mir bei Sambo neue holen. Zack. Entschuldigung, aber Leute, ich kann jetzt einfach hier, jetzt habe ich minus 100, ob ich jetzt hier irgendwann ins Minusgewicht auch komme? Tut mir leid, Leute, aber das muss ich ausnutzen. Ich kaufe jetzt mal eine Steinhacke, ach Quatsch, ich brauche keine Steinhacke. Steinpfeile, also meine, der hat jetzt 600 Steinpfeile, die ich quasi aus der Luft gewonnen habe. Das ist ja wohl irgendwie spooky. Und jetzt ist er gleich pleite. Und ich habe minus 1100 Pfeile und 2500 Taler. Theoretisch könnte man jetzt alle Händler abklappern und überall wie bekloppt nicht vorhandene Steinpfeile verkaufen. Das macht ja keinen Spaß, ne? Das ist ja nicht schön. Allerdings natürlich auch ziemlich reizvoll, ne? Ach, was tue ich jetzt? Ich gehe jetzt... Okay, ich sag Denika. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt einen Pfeil verschieße? Verschieße ich dann Negativpfeile? Ich möchte das jetzt gar nicht testen. Weil ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich mir irgendwas zerschieße. 2500 Taler, Leute. Wir sind reich. Und Falibor ist arm. Und hat jetzt... 676 aus der Luft gegriffene Steinpfeile und ich habe minus 1000. Also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch schießen kann. Kann ich jetzt noch schießen? Entschuldigung, Falibor, ich gehe mal jetzt gerade. Ja, du hast auch die Nase voll, ne? Was ist denn jetzt, wenn ich einen Bogen nehme? Nee, schießen kann ich noch. Kann ich schießen? Ja. Das finde ich jetzt aber ein bisschen sehr merkwürdig. Also, dann würde ich sagen, solange sie diesen kleinen Bug nicht behoben haben, ersparen wir uns doch mal das Sammeln von Johanniskraut. Weil irgendwie, das finde ich jetzt gerade, also irgendwie, ja, komisch. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Ich bin hin und her gerissen. Nutze ich das aus oder nutze ich das nicht aus? Mache ich jetzt noch ein bisschen Geld, weil ich wette mit euch, dass sie das morgen, übermorgen behoben haben. Dass da jetzt ein neues Update kommt und dann sagen sie zack und dann geht das nicht mehr. Und dann ist die Frage, löschen sie das Geld dann wieder raus? Ist das dann wieder plötzlich verschwunden oder bleibt das erhalten? Man weiß es nicht. Also, das ist ja echt ein Ding, ne? Ich laufe jetzt erstmal, ich will jetzt mal irgendwie, jetzt laufe jetzt mal Richtung Denika. Ich glaube, wir gehen jetzt mal schräg durch. Wir wollen eh Wildschweine jagen, dann ist das nicht schlimm, wenn wir irgendjemanden über den Weg laufen. Aber das ist ja, jetzt haben wir irgendwie 2000 Taler. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil das ist jetzt so geschenktes Geld.
was wir uns eigentlich hätten erarbeiten müssen. Aber andererseits sparen wir uns da ein paar Stunden Johanniskraut sammeln, ne? Ja, das ist so ein bisschen, als wenn man jetzt irgendwie spazieren geht und findet irgendwie einen 100-Euro-Schein. Dann fragt man sich, nehme ich den mit oder nicht? Oder suche ich dann irgendjemanden, der den verloren hat? Ah! Oh! Ha! 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 Oh. Puh. Ich sollte mal speichern jetzt nach diesem Reichtum hier, ne? Boah. Ey! Dann haben wir ja schon mal unser Wildschwein. Jetzt ist ja die Frage, jetzt gucke ich mal eben kurz. Jetzt haben wir 11 Kilo, tragen wir angeblich nur. Weil wir immer noch... Jetzt haben wir 3 Pfeile verschossen. Also sind jetzt 47. Jetzt gehe ich hier mal, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn ich das jetzt heute, nehme ich ja dann diese Pfeile wieder auf. Und die legt er ja normalerweise daneben. Dann wäre das ein dritter Eintrag. Oder kommen die dann hier zu? Hier sind 11:45. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das war ja jetzt irgendwie, da ist da links oben noch irgendeins. Ich glaube, das ist noch eins, oder? Nee, sah nur so aus. Oh, jetzt können wir auch eine Jagdhütte bauen. Ja, das war ja jetzt irgendwie alles ein bisschen überraschend. So, und jetzt? Ja, jetzt hat er die 3 dazu gepackt. Das heißt, wenn ich meine Steine jetzt... Das ist natürlich Mist. Wenn ich jetzt meine Steine verschieße, gehen die immer in dieses Minus-Ding rein. Das heißt, die kriege ich auch nicht wieder. Andererseits, von 2500 Talern kann man sich ja auch mal locker eben neue machen, ne? Neue kaufen. Also, das ist alles sehr, sehr mysteriös. Gut. Wir gehen jetzt nach Denika zu dem Dagobert und werden jetzt gleich nochmal übernachten. Kurz bevor wir da sind, wahrscheinlich werden wir jetzt mit dem Dunkeltuten da ankommen. Und ich glaube, ich werde doch es mir nicht verkneifen können, noch so ein paar unsichtbare Pfeile zu verkaufen. Also wenn wir jetzt schon ein bisschen Geld machen können, sollten wir das machen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das morgen damit vorbei ist. Das bleibt nicht. Ich meine, so ein Programm ist natürlich sehr komplex, ne? Reh brauchen wir nicht. Wir brauchen... Wildschwein brauchen wir auch nicht mehr, ne? Moment mal. Haben wir die jetzt? Kapitel? Ja. Gut, mit der Jagd sind wir durch. Jetzt müssen wir noch eine Jagdhütte bauen. Das können wir eh nur zu Hause machen. Dann behalten wir den Bogen jetzt nur, falls uns einer querkommt. Aber wir werden jetzt nicht sinnlos irgendwelche Tiere erlegen. Ich flitze da jetzt mal rüber nach Denika. Was war das denn eben für ein Geräusch? Achso, das... Was ist das, Reh? Nein, ich will dich jetzt nicht umbringen. Ich bringe jetzt keine sinnlosen Tiere um. Jetzt muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob hier Wölfe sind, aber es ist ja sowieso scheinbar gerade alles ganz anders als vorher. Dann kann das durchaus sein, dass da jetzt auch irgendwelche Wölfe rumrennen. So. Ein Becht. Oh, das ist auch schön, ne? Hier, guckt euch das an. Ist das toll? Ich stell mal vor, man wird sich hier sein Dorf hinbauen. So oben am Wasserfall. Oh, hier ist alles so schräg, das wird gar nicht gehen, aber... Die Vorstellung an sich ist schon schön. Trinken wir nochmal was? Ey Leute, das war jetzt irgendwie... Irgendwie sehr merkwürdig. Es wird jetzt schon wieder ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, wie weit ist es denn das noch? 200 Meter. Da sollten wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Auch wenn ich schnell ankommen möchte. Ich speichere nochmal kurz. Ich dachte, sonst hier noch was passiert. Na, wir müssen ja schon gleich da sein, ne? Das sieht hier, also, wo so Kieferwälder sind. Ah, Fuchs. Der schreckt mich doch nicht so. Da sind ja auch ganz oft Wildschweine, weil Wildschweine essen ja auch Kiefern. Hier ist der Weg. Das soll ja schon ein Denika. Aber. Nee, komm. Eigentlich wollte ich das morgen machen, aber auf die Gefahr hin. Dass morgen dieser Bug beseitigt ist. Da werde ich jetzt gerade so mal ein bisschen gierig. Und wenn dieser Händler, es gibt ja immer auch Händler, noch wach ist, dann versuchen wir das nochmal ein bisschen Geld zu machen. Bleib mal stehen. Wer ist denn dein Händler? Da ist Dagobert und da ist Mathilda. Fragen wir mal Mathilda. Mathilda, wo bist du? Bleib stehen. Mathilda, nimm mal den Bogen weg. Mathilda, eben war sie doch noch da. Wo ist er denn hin? Da drin? Da ist er. Oh, hallo Mathilda.
Hallo Mathilda, zeig mir meine Ware. Ich habe so ein paar unsichtbare Steinpfeile bei mir, die würde ich gerne loswerden. Oh, wie geil ist das denn? Mathilda hat Rucksack und wir haben jetzt gerade richtig Geld und ich kann mir Rucksack kaufen. Oh, wie geil. Das ist doch perfekt. Kleine Tasche, Beutel. Moment, jetzt mal ganz ruhig, Heike. Keine Panik jetzt. Also, plus 6 Kilo ist ein Beutel. Ein einfacher Rucksack plus 15 Kilo. Ein einfacher kleiner Rucksack plus 10 Kilo und eine kleine Tasche plus 3 Kilo. Also das Beste, was wir uns so, was gibt es sonst noch? Wollfäden, Wollstoff. Wir bräuchten so ein Beutelchen. Kaufe ich jetzt mal. Ist mir auch völlig egal, ob das jetzt mit den Steinpfeilen noch klappt oder nicht, weil ich will jetzt diesen Beutel haben. Und ich will den einfachen Rucksack haben. Sobald sich die negativen Pfeile wieder erledigt haben, können wir zumindest was tragen. Den will ich haben. Jetzt wirkt er sich gar nicht aus. Achso, den muss ich erst ausrüsten. Moment, das machen wir gleich mal. Wart mal kurz, Mathilda. Ich muss mal eben... Nee, nicht, dass sie jetzt schlafen geht. Wir machen das erstmal fertig. So, jetzt gucken wir nochmal. Wenn ich jetzt hier... Kann ich 47 Steinpfeile verkaufen? Ich mache mal jetzt erstmal, falls da jetzt das nicht mehr geht. Nee, tatsächlich. Jetzt hat die ja von mir Geld gekriegt für diese Taschen. Und wenn ich, da ich jetzt gemein bin, hole ich mir das Geld jetzt wieder und das, was sie vorher auch noch hatte. Ich drücke jetzt hier meine Rüberschiebtaste und kaufe die jetzt leer. Ey, ich weiß, das ist gescheatet, das ist ein Fehler im Programm und das sollte so nicht sein und das ist auch nicht nett. Aber das ist mir gerade so egal. Ich werde gerade gierig. 3.700 Taler. Ey, wie geil. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas gebrauchen können. Was die, wo die schon mal hier ist. So eine schöne Tasche könnten wir uns kaufen. Ich meine, wir können uns jetzt alles kaufen und dann das Geld uns wieder zurückholen. Mache ich das jetzt? Ich bin ein böses Mädchen. Ich mache das jetzt. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Dieser Bug ist garantiert morgen weg. Und ich werde jetzt auch nach dieser Folge speichern und neu laden und zumachen, dass das wieder weggeht, weil das gefällt mir gar nicht, dass ich jetzt so leicht reich werden kann. Ich meine, wenn ich das jetzt kaufe, ne? Ich kann jetzt 48 Leinenfaden kaufen, dann haben wir erstmal überhaupt keine Probleme mehr. Zack. Und verkaufe ihr jetzt wieder Steinpfeile und kriege mein Geld wieder. Hä? Hey, was habe ich jetzt gemacht? Halt, Moment, jetzt nicht bescheuert werden. Jetzt habe ich jetzt meinen Rucksack verkauft. Habe ich die Leinenfaden wieder verkauft? Moment. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich ja nicht so aufgeregt werde. So, jetzt verkaufe ich die wieder. Wie werden wir denn diese Minus-Steinpfeile eigentlich wieder los? Egal. Ich will jetzt Geld haben. Ey. Das ist ganz schön spooky. Guck das mal das Gewicht an. Ich habe jetzt irgendwie nur noch 5 Kilo, weil ich jetzt irgendwie minus 18 Kilo Steinpfeile habe. Ich habe gerade ein total schlechtes Gewissen. Aber, ey Leute, ich kann nicht anders. Die Gelegenheit muss ich nutzen. Und jetzt nehmen wir auch noch ein paar Wollfäden mit. Die können wir auch alle nehmen. Das sind 7 Kilo. Wir müssen darauf achten, falls diese Minus-Kilo wieder weggehen, dass wir dann uns überhaupt noch bewegen können. Nehme ich die mit? Oder sind wir mal einfach brav und sagen, wir nehmen jetzt so 20 mit? Oder sind wir gierig? Gierig oder brav? Das ist die Frage. Ich nehme 20 mit. Und ich nehme hier auch noch ein paar mit. So, die Gelegenheit kriegen wir nie, nie, nie wieder. Das ist garantiert in ein paar Tagen behoben. So. Ey, unglaublich. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr habe, weil ich werde die gleich mal ablegen, diese Steinpfeile, dass die verschwinden, weil ich will das nicht. Das ist jetzt so verführerisch, das macht mich fertig. Ich komme mir so vor wie so ein Gauner. Nee, das ist nicht schön. Ich werde mich damit begnügen. Ich habe jetzt meine Tasche. Ich habe meinen Rucksack, was ich die ganze Zeit haben wollte. Ich habe ein bisschen Geld auf der Kante.
Und dann hören wir auf. Also nee, das ist nicht schön. Ich kann mich da gar nicht so richtig drüber freuen, weil ich fühle mich jetzt gerade so schlecht. So, Schluss, aus, Mathilda. Ich werde jetzt gehen. Nee, das ist nicht schön. Das machen wir nicht. Das ist kein schönes Spiel. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt speichern. Und wir werden jetzt die Tasche ausrüsten. Also, jetzt haben wir hier, können wir nochmal 35 Kilo tragen. Jetzt rüste ich mal diesen Beutel aus. Und die Tasche. Und könnte jetzt 56 Kilo tragen. Und Tragmond fahren gerade minus 30. Ey, das ist echt. Das ist doch nicht normal. Was ist denn das für ein Kram? Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. So, da wir jetzt aber mit dem Dagobert reden sollten, dann machen wir das jetzt auch noch. Dann ist das durch. Dagobert, wo bist du? Da hinten auf dem Feld. Seht ihr mitten in der Nacht. Ich bin jetzt da irgendwie total durcheinander. Also das ist ja... Bin ja mal gespannt, wie lange das geht. Dagobert, bleib stehen. Was willst du von mir? Sprich mit Dagobert. Hallo Dagobert. Ich komm's hier federleicht. Mit minus irgendwas im Gewicht. Hallo Fremder, was machst du auf meinem Land? Ich bin kein Fremder, ich bin Rasimir, Neffe von Jordan und ich bin von geraumer Zeit in diesen Tal gezogen, ja. Und so weiter, bla bla bla. Gut genug fürs Erste, was willst du, bla bla bla. Sambor sagt, er habe ein großes Rudel immer näher und näher kommen sehen. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Was willst du von mir? So. Liefer an Dagobert 40 Rundholz. Ey, Leute. Wo wir gerade so viel tragen können, ne? Muss ich gerade sagen, werde ich das ausnutzen. Und diese Quest noch machen? Wo ich gerade wirklich 35 Kilo tragen kann. Wir machen jetzt ein Lagerfeuer. Ich übernachte jetzt. Und dann geht's ans Bäume fällen, was uns leicht fallen sollte, weil, wie gesagt, wäre jetzt 500, ist ja wieder klar, ich will ein Lagerfeuer machen, habe keine Stöcke, wie immer. So, speichern. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade so irgendwie völlig verwirrt, weil mich das jetzt irgendwie so überraschend getroffen hat, hier mit diesem unfassbaren Reichtum, den wir jetzt gerade haben. Ich brauche mal ein bisschen, hallo Reh, ein bisschen Holz, mache jetzt ein Lagerfeuer. Dann werden wir mal eben 40 Bäume fällen, also nein, 40 Rundvoll, also 10 Bäume fällen, die wir jetzt wahrscheinlich dank dieses Bugs einfach mal so in der Tasche tragen können. Und dann werde ich das Programm zumachen und warten, glaube ich, bis dieser Bug weg ist, weil das gefällt mir nicht. Finde ich das Lagerfeuer nicht mehr, sagen wir, bin ich blöd jetzt? Ich bin jetzt gerade irgendwie völlig durcheinander. Ein Stock noch, ein Stock. Ein Stock. So, ihr Lieben. Wo ist denn jetzt hier? Vor allem bin ich jetzt total durcheinander. Weil ich jetzt überhaupt nicht weiß, was das alles soll und was, wie das kommt und... Pass auf. Das ist jetzt Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich werde jetzt diese Quest noch machen mit dem Bug. Das ist einfach, das bietet sich sowas von an. Aber danach mache ich den Rechner aus und warte, bis dieser Bug behoben ist. Weil auf Dauer möchte ich so nicht arbeiten. Das ist einfach, es kann ja auch sein, dass ich morgen früh aufwache und das Gewicht ist wieder normal. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht, ne? Alles klar. Werden wir sehen. Bis dann.